Ludo.de. Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Heute habe ich euch mal ein Video vorbereitet, bei dem ich euch alles über die kommende Oculus Quest erzähle, die Standalone-Brille. Ich werde euch also erzählen, was kann sie, wo sind die Unterschiede zu anderen Standalone-Brillen oder vielleicht sogar der Oculus Rift, welche Spiele wird es geben oder sind schon angekündigt, was wird sie denn überhaupt kosten und wann erscheint sie und vor allem für wen ist sie denn geeignet? Ja, wer mich noch nicht kennt, ich bin Voodoo.de und auf meinem Kanal gibt es immer die neuesten News über VR und AR Gameplays, Hardware-Tests und Events. Also abonniert mich und dann verpasst ihr auch nichts mehr. Jetzt aber viel Spaß mit der Oculus Quest und los geht's! Okay, also fangen wir mal erstmal an. Wo unterscheidet sich denn überhaupt die Oculus Quest zum Beispiel von der Oculus Rift? Das ist ganz klar und zwar, die Oculus Quest ist eine sogenannte Standalone-Brille. Das bedeutet, wir brauchen weder ein PC, noch eine Konsole, noch ein Smartphone. Das Ding arbeitet völlig alleine. Einzige, was wir machen müssen, ist aufsetzen, Knopf an und alles geht. Es muss auch nirgendwo mit verbunden sein, mit dem PC oder so, dass irgendwas gestreamt wird. Klar, um Apps runterzuladen, müsst ihr natürlich mit WLAN verbunden sein, damit ihr die einmalig runterladen könnt, auch für Multiplayer. Das ist klar, dafür hat das Ding eingebautes WLAN. So, das ist schon mal der allergrößte Vorteil natürlich. So, und jetzt, wenn wir mal überlegen, wir haben natürlich jetzt ein kleines Problem und zwar die Leistung. Die kann natürlich nicht so sein wie bei der Oculus Rift, wie einer PC- oder Konsolen-VR-Brille, weil wir müssen ja alles auf kleinstem Raum auf diese Brille verteilt haben quasi. Deswegen ist die auch schon ein bisschen schwerer. Die wiegt ungefähr 100 Gramm mehr als die Oculus Rift. Das ist klar, das geht nicht anders. Und ja, wir gucken uns jetzt erstmal kurz die technischen Daten an, damit ihr schon mal da einen Überblick habt. Das ist natürlich auch wichtig. Und zwar hat die Brille einen Qualcomm Snapdragon 835 mit einem Adreno 540 Grafikrechner. Und zwar kann man ungefähr sagen, sie ist 30% schneller als die Oculus Go, die noch einen 821er Snapdragon drin hatte. Das bedeutet, wir haben, wenn wir es mal überlegen, ungefähr die Leistung wie auf einer PlayStation 3. Ja, es ist tatsächlich die PlayStation 3 ungefähr und das bedeutet natürlich, wir können nicht unbedingt sagen, dass wir jetzt High-End-Spiele zocken können, sondern die Grafikqualität die pendelt so in den Bereich von Smartphone, von guten Smartphone-Games. Ne? Aber ihr wisst, auf Smartphones kann man mittlerweile auch schon sehr, sehr gute Spiele zocken, die auch gut aussehen. So. Das ganze Ding hat ein sogenanntes OLED-Display im sogenannten Pentile-Matrix-Format und wir haben eine Auflösung von 1600 x 1440 pro Auge und wenn wir jetzt mal gucken, die Oculus Rift, die hatte eine Auflösung von 1080 x 1200 pro Auge und das ist natürlich dann doch schon ein ordentlicher Unterschied. Also wir sehen definitiv wesentlich weniger Bildpunkte und haben zusätzlich noch ein OLED-Display mit einer Wiederholrate von 72 Hertz. Das ist tatsächlich ein bisschen höher, die meisten Games auf der Oculus Go hatten nur 60, also es ist ein wenig flimmerfreier natürlich. Und ja, wenn wir jetzt mal auf die Linsen und das Display gucken oder das Field of View. Wir haben ein etwas geringeres Field of View vielleicht als bei der Oculus Rift. Offiziell ist angegeben 100, aber das hängt natürlich auch immer von der Gesichtsform an. Es kann auch sein, dass manche so ein bisschen 105 oder so empfinden oder 110 sogar und das hängt halt immer davon ab. Die Linsen sind sogenannte Fresnel-Linsen, das heißt, die haben diese Riffelung. Da kann es natürlich vorkommen, dass wir mal ein paar Einstrahleffekte oder sogenannte God Rays haben. Ist mir beim Test tatsächlich nicht sehr negativ aufgefallen. Es ist auf jeden Fall besser wie bei der Oculus Rift, das steht fest. Was auch sehr cool ist, ist, dass wir unter der Oculus Quest einen Regler, einen mechanischen Regler für den Augenabstand, den sogenannten IPD haben. Das gibt es bei der Oculus Go nicht und das ist ein großer Unterschied, weil ich habe zum Beispiel einen kleinen Augenabstand mit 60 mm und kann dementsprechend das viel besser anpassen. Reden wir über den Akku und zwar, da ist es, also offizielle Aussagen gibt es dann noch nicht. Man sagt aber, dass
ein voller Akku ungefähr 2 Stunden im Dauerbetrieb aushält, was ich durchaus bemerkenswert finde, weil dieses Ding ja ordentlich was leisten muss. Ne? Es muss das Tracking leisten, es muss das Spiel darstellen, das Display und Wireless und so. Das muss alles von einem Akku geleistet werden. Von daher 2 Stunden, wenn wir das so im Standard benutzen, ab und zu mal Pause machen und am nächsten Tag wieder, dann können wir sagen 2 bis 4 Stunden ungefähr. Das ist schon mal cool. Gewicht ist übrigens 570 Gramm. Das Ding sitzt interessanterweise sehr gut auf dem Kopf. Trotzdem sitzt es ungefähr so wie die Oculus Rift. Es ist natürlich ein bisschen schwerer vorne, aber insgesamt ist es wirklich auch bequem. Also man merkt wirklich, dass das Gewicht ziemlich gut auf dem Kopf verteilt ist. Integrierte Lautsprecher hat es auch. Die sind in der Halterung integriert, sodass man die gut verstehen kann. Das ist sehr schön. Das kennen wir von der Oculus Go, die hat das auch. Und bei der Quest hat sich das auch ziemlich gut angehört. Ihr könnt es natürlich nicht vergleichen mit guten Lautsprechern, die wir dann über den Klinkensteckeranschluss anschließen können. Das ist klar. Ein Anschluss hat sie, und zwar USB-C. Da können wir das Ding aufladen. Und da kann man vielleicht auch irgendwann irgendwelche Equipments anschließen oder vielleicht sogar durch irgendwelche Mods das an den PC anschließen. Auf jeden Fall ist es immer wichtig, dass wir solche Anschlüsse natürlich haben. So, kommen wir mal zum Tracking, Leute. Wir kennen ja, wenn ihr die Oculus Rift kennt, dann kennt ihr ja diese schönen Controller hier, die Oculus Touch Controller. Und ihr seht, wenn ich die nach vorne halte, ist der Ring hier unten drunter. Ne, weil da ist es völlig wurscht, weil wir das Tracking nicht von der Kamera, sondern von diesen Sensoren, die überall auf dem Tisch stehen haben oder sonst irgendwo stehen haben, dass das damit getrackt wird. Bei der Oculus Quest ist der Bogen halt oben rum. Das ist wichtig, weil die Oculus Quest halt 4 eingebaute Kameras hat und anhand mit diesen Kameras kann die Brille erstmal sich selbst tracken und zwar komplett im Raum. Das heißt, wir können uns auch um Ecken lehnen oder so, aber auch die Controller in vollem Raumtracking berechnen. Das heißt, wir haben das nicht nur so wie bei der Oculus Go, dass wir einfach nur den Controller auf der Stelle nur als Mauszeiger benutzen können, sondern die Quest-Controller können das gleiche wie die Oculus Touch-Controller von der Oculus Rift. Und das ist cool. Das bedeutet, mit der Oculus Quest haben wir auch die vollständige Virtual Reality-Erfahrung, also 360 Grad Room-Tracking vom Headset und von den Controllern. Das ist ein großer Unterschied zur Konkurrenz, zum Beispiel der Vive Focus oder der Lenovo Mirage Solo, die das eben nicht können, wo nur das Headset im Raum getrackt wurde. Wir haben also eine viel größere Bandbreite von Spielen, die wir mit der Oculus Quest zocken können. Das ist sehr, sehr cool. Das Ganze nennt sich Inside-Out-Tracking. Also das Tracking kommt von innen, von der Brille und geht nach außen. Im Gegensatz zur Oculus Rift, die hat Outside-In-Tracking. Das heißt, die Sensoren stehen außerhalb in eurem Raum verteilt und tracken nach innen, also in euer Headset rein quasi. Das ist ein großer Unterschied und das bewirkt auch, dass die Oculus Quest sehr, sehr mobil ist. Wir können zum Beispiel, ihr kennt das vielleicht von der Oculus Rift oder von SteamVR, wenn ihr vor eine echte Wand lauft, dann kommt so ein blaues Gitter in der virtuellen Realität, was euch sagt, stopp, hier musst du anhalten, sonst läufst du gegen die echte Wand. Und das kann die Oculus Quest auch. Die hat auch so ein System und zwar kann die sich sogar mehrere Räume merken. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier in meinem Studio rumtanze, kann ich diesen Raum scannen, dann merkt er sich das blaue Gitter und gehe dann rüber ins Schlafzimmer und macht das dann nochmal. Der erkennt, in welchem Raum wir sind und kann sich diese Grenzen merken. Das heißt, wenn ihr die Räume wechselt, habt ihr trotzdem noch dieses sichere System, dass ihr nicht gegen die Wand lauft. Das ist durchaus sehr, sehr abgefahren. Ja, jetzt würde ich sagen, kommen wir mal darauf zu sprechen, welche Spiele gibt es denn schon und welche sind denn schon angekündigt? Big Screen VR, eine Software, mit der ihr zusammen mit Freunden in einem virtuellen Kino oder sogar einem Lagerfeuer sitzen könnt und euch zusammen Filme anschauen könnt und euch dabei sogar unterhalten könnt. Bogo. Bogo könnte die First Contact App für die Oculus Rift sein, also die Erfahrung, die man als erstes sieht, sobald man die Quest zum ersten Mal einschaltet. Damit könnte man spielend die Bedienung der Quest erlernen. Covered,
ein lokales Koop-Spiel, bei dem einer der Spieler unter der VR-Brille sitzt und der andere ihn mithilfe eines Smartphones durch Levels führt. Dead and Buried, ein Multiplayer-Wave-Zombie-Shooter, den man aber auch in einem PvP-Modus gegen andere Leute spielen kann. Face Your Fears, ein Horrorabenteuer, bei dem wir unter anderem in einem dunklen Kinderzimmer liegen und schreckliche Dinge passieren. Melody VR, eine App, mit der wir echte Konzerte in VR besuchen können und das Geschehen beispielsweise von der Bühne aus erleben können. Moss, eines der besten Jump'n'Run-Spiele, die es für VR gibt. Wir müssen die Maus Quill steuern und viele Rätsel bestreiten. Pavlov VR, ein First-Person-Multiplayer-Shooter mit verschiedenen Spielmodi, wie zum Beispiel Deathmatch oder Bombenentschärfung. Quiver Vanguard, ein Pfeil- und Bogenspiel, welches wir auch Koop im Multiplayer zusammen spielen können. Rave Runner, eine Alternative zu Beat Saber, bei der wir im Takt zur Musik Beats treffen müssen, die auf uns zukommen. Rec Room, ein Social-VR-Game, bei dem wir zusammen mit Freunden Spaß in der virtuellen Realität haben, Minispielchen oder ganze Quests zusammen bestreiten können. Robo Recall, einer der schönsten Wave-Shooter für VR. Wir müssen uns gegen Roboter mit verschiedensten Waffen zur Wehr setzen und erleben auch Kämpfe gegen Bossgegner. Sirento VR, ein sehr brutales VR-Action-Spiel, bei dem wir mit Waffen oder Schwertern gegen unsere Feinde vorgehen müssen. Space Pirate Trainer, der Ur-Wave-Shooter. Wir müssen mit verschiedenen Waffenkombinationen Wellen von Droiden abschießen. Superhot VR. Wir müssen sämtliche Gegner in einem Level besiegen. Dabei läuft das Spielgeschehen nur weiter, wenn wir uns selber bewegen. Tennis Scramble. Eine Tennissimulation speziell für die Oculus Quest, die realistisches Ballhandling ermöglicht und die wir auch im Multiplayer zusammen spielen können. The Climb, eine realistische Klettersimulation, bei der wir definitiv nicht unter Höhenangst leiden dürfen. The Under Presence, wir erleben eine Bühnenshow auf dem magischen Schiff The Under, in welche wir auch selbst eingreifen können. Vader Immortal, a Star Wars VR Series. Eine VR-Serie im Star Wars-Universum, die speziell für die Oculus Quest erscheint. Virtual Desktop. Eine Software, mit der wir den Desktop unseres PCs steuern können und sogar einsehen können. Ja, das war jetzt mal eine Anzahl an Quest-Games, die erscheinen. Es gibt auch noch mehrere andere Gerüchte. Ich habe jetzt zum Beispiel öfter mal gelesen, dass Stormland für die Quest erscheinen soll, was ich persönlich mir nicht vorstellen kann, weil das grafisch so dermaßen aufwendig und die Umgebungen so groß sind, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie das ohne extreme Abspeckung der Grafik funktionieren soll auf der Oculus Quest. Aber wir werden natürlich sehen. Auf jeden Fall die Spiele, die ich jetzt gerade genannt habe, die kommen wahrscheinlich raus. Es gibt einige aus der Liste, wo die Entwickler zwar gesagt haben, sie machen es, aber wo es noch nicht offiziell bestätigt ist. Aber die Liste ist sehr wahrscheinlich, die ihr jetzt gesehen habt. Ja, für wen ist denn überhaupt die Oculus Quest geeignet? Im Gegensatz zur Oculus Go ist die Quest wirklich eine pure Erfahrung für Gamer. Die Go ist ja eher, ja, da kannst du mal ein bisschen Netflix gucken, da kannst du mal ein paar 3D-Movies gucken und ein paar kleine Minispielchen zocken. Aber mit der Oculus Quest, die ja wirklich komplettes Room-Scale hat, die auch einen schnelleren Prozessor hat, die ist wirklich dafür gedacht zum Zocken. Ne? Ihr habt gesehen, die ganzen Spiele, das sind durchaus vernünftige Spiele, zum Beispiel Superhot VR oder Moss, das sind gute, vollwertige VR-Spiele, die wir dann mit der Quest zocken können. Natürlich abgespeckt. Es ist nicht möglich, die volle Grafikleistung zu erreichen, wie wir es am PC oder der PlayStation VR haben. Das Spiel wird also nicht so gut aussehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Moss haben, sieht es am PC wahrscheinlich wesentlich besser aus als auf der Oculus Quest. Dafür haben wir aber alles wireless. Wir müssen nichts einrichten. Alles funktioniert sofort. Das sind alles schon Vorteile. Ja, also wenn ihr keinen PC habt, kein Smartphone, zumindest kein leistungsfähiges Smartphone und keine Konsole
Und wenn ihr oft gern unterwegs sein wollt und trotzdem die volle VR-Erfahrung haben wollt zu Hause mit rumtanzen, hin und her. Übrigens ist auch das Gerücht, dass Beat Saber für die Oculus Quest kommt. Da könnt ihr auch ein bisschen rumschlagen mit den Lichtschwertern und so. Dann ist die Quest was für euch, denn sie kostet $400. Der Preis für Europa ist noch nicht bekannt. Ich schätze, dass er sich entweder auch auf 400 Euro oder vielleicht ein bisschen mehr einpendelt. Aber wenn ihr mal überlegt, dass ihr sonst gar nichts mehr braucht, ihr braucht kein High-End-Smartphone, ihr braucht keinen PC oder Gaming-Laptop und ihr braucht auch nicht die PlayStation 4, dann ist der Preis für das, was geboten wird, eine virtuelle Realität mit komplett getracktem, im Raum getrackten Controllern, das ist völlig in Ordnung, der Preis. Definitiv, Leute. Da kann man jetzt nicht mehr sagen, das ist viel zu teuer. Das ist für das gebotene Wahnsinn. So, wann erscheint die Oculus Quest? Im Moment sieht es so aus, als wird sie angekündigt auf der F8-Konferenz. Die ist genau Ende April, Anfang Mai. Und es mag sein, also sie wird da auf jeden Fall gezeigt, wahrscheinlich sogar schon auf der GDC, die ja im März stattfindet. Da werden wir sicherlich auch noch neue Games sehen, die für die Oculus Quest erscheinen. Aber ich denke mal, kaufen oder vorbestellen können wir sie dann wirklich Ende April, Anfang Mai 2019. Ja, also wie gesagt, ich habe dieses Ding ausprobiert. Ich hatte auf der OC5 relativ ausgiebig Zeit, dieses Ding zu testen. Und ich muss sagen, das könnte einen massiven Push in die VR-Welt geben, weil das ja wirklich auf den Mainstream ausgelegt ist. Das ist keine High-End-Brille. Ihr habt kein riesiges Field of View. Ihr habt nicht 90 Bilder pro Sekunde. Ihr habt keine extremen AAA-Games wie Lone Echo oder sowas. Aber es ist die vollwertige virtuelle Realität, wie wir sie auch mit teuren Brillen wie der Pimax erleben können. Das ist wichtig. Ja, ich hoffe, Leute, mein Video hat euch gefallen. Ich hoffe, dass ihr euch jetzt noch besser vorstellen könnt, was es mit der Oculus Quest auf sich hat, für wen sie geeignet ist und welche Spiele es gibt. Es sollen 50 erscheinen zum Start. Wie gesagt, die meisten sind noch nicht angekündigt. Ja, und den Preis kennt ihr jetzt auch. Also, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Und an der Stelle möchte ich auch mal mich bei allen meinen Patrons bedanken, die mich monatlich unterstützen. Das ist richtig geil. Vielen Dank. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao.